Okay, Leute, es geht weiter mit Kingdom Hearts. Shion. Ach ja. Okay, was ich vergessen habe zu sagen. Nein, was ich jetzt sagen muss, ist, der Part 34 ist nicht auf HD. Ich weiß nicht, wieso das ist. Vielleicht hat YouTube einen Fehler gemacht. Ich lade es aber nicht hoch, weil es ist nicht schlimm, wenn es auf 480 nur ist. Egal. Aber das wollte ich nur kurz anmerken, dass es so ist. Wo willst du hin, Roxas? Zu Shion. Aber du hast eine Mission. Kümmere ich mich später drum. Du kannst dir nicht helfen. Shion wird nicht aufwachen. Er will es nicht akzeptieren. Ich sollte trotzdem bei ihr sein. Wie du meinst. Was kümmert dich das? Die Kreatur ist kaputt. Defekt. Das war hart. Red nicht so über sie. Ich rede über das Ding, wie ich will. Was wir mit Shion machen, geht dich nichts an. Der letzte Satz klingt pervers. Ich hab dich nicht um deine Meinung gebeten. Sieh dich doch mal an, Roxas. Ganz offen ist wegen eines Niemands. Wir sind alle Niemande. Beruhige dich. Ihre Fehler wirken sich nicht auf dich aus. Du brauchst keine Angst zu haben. Was für Fehler? Wirken sich nicht... Geht's noch? Ich werde meine Mission erledigen. Später. Ach ja, ich habe da was Neues ausprobiert. Ich habe jetzt mein altes Headset mit dem neuen Headset so kombiniert, damit so ein Doppelt-Headset rauskommt. Weil beim anderen musste ich immer das in mein Ohr stecken, also ein Ohrläppchen, und das hat immer wehgetan. Deswegen habe ich das jetzt mit den anderen mal fusioniert, um zu sehen, wie das geht. Und es geht perfekt damit. Oh, Shion. Aber wir bleiben ja mal das Doppel hier. Legt er jetzt auch eine Muschel hin? Müsste er jetzt wohl. Ja, er hat eine Muschel hingelegt. Muss ich doch. Ein neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Luxord. D-Mix. Was hat D-Mix zu sagen? D-Mix. Hey, hast du von Schlinger? Sie soll gegen einen echten 10 Kerl gekämpft haben. Puh, die Vorstellung, auf so einen Kerl zu treffen. Deswegen ist Aufklärung so wichtig. Nicht, dass ich scharf drauf bin. Hey, zeig du mir, wie es geht. Erkunde Mission 45. Finde alle versteckten Herzlose. Wenn du das auffällst, ja, ich werde dich entschädigen und kann dir zur Zeit zurückschlagen. Oh, du hast alle gefunden. Für dich die Goldzone ist die erste Lektion bei Aufklärung Nummer 101. Dafür zu sorgen, dass jemand anders für dich macht, ist Lektion Nummer 2. Ja, ist klar, die Mixer sind unterwegs. Und Sigi. Machst du immer noch Sorgen um Schätzchen? Sie wacht auf, wenn sie aufwacht. Ach, wirklich? Warte nur so, Legi, wir können sofort loslegen, wenn du so weit bist. Der hätte echt in Shiny Mummies gepasst, also Luxord mit den Karten. Roxas, aufgrund deiner folgenden Leistungen starte ich dich mit einem neuen Rang aus. Yay! Level up, du hast den Rang eines Agenten erreicht. Okay, da können wir bessere Waffen hier holen. Geh mal weg, da Anzeige. Danke. Die neuesten und besten Waffen sind da, Kupo. Sieh dich um, Kupo. Geht gleich, Kupo. Kaufen, Feldfreigeber. Feuerer. Kann ich auch ein paar gebrauchen. Oh, ich hab da noch andere. Ach, warte, das kommt noch gleich. Steh auf, Männchen. Autoschutz. Limit Boost. Autovisieren. Und die Schlüssel. Ah, Prestige. Prestige. Diese starke Danke deiner Waffe drastisch. Mal ausprobieren. Abwehreinheit. Kann man immer gebrauchen. Wieso ist Abwehreinheit neu? Das hatte ich doch schon. Egal, sehen wir mal. Limitaufladung ist klar. Schnellerholung, das brauche ich. Das steht auf Menschen, okay. Und hier gibt es keinen neuen Unheilsmod. Deine Waffe richtet einem großen, gewaltigen Schaden aus. Furchtlos-Mod hatte ich ja schon. Naja, jetzt haben wir ein paar neue Sachen. Die rüsten hier doch mal gleich mal aus. Tafeln, erstmal die Stufe.
So, 22. Verbindet mit Purzelbaum. Wo ist Purzelbaum? 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 Wo ist Purzelbaum? Hallo, wo ist Purzelbaum? Hatte ich Purzelbaum eigentlich eingestellt? Ach so, verstehe. Das verbindet sich damit. Okay, dann muss ich das eine da weg. Oder so, ermöglicht der Balance zurückzugewinnen. Okay, drücke. Weiche deinen Angriffen aus. Achso, das ist Purzelbaum-Ding da. Hm, okay. Okay, ich muss mich erstmal dann. Autoschutz, das erhöht die. Das Leben, was ich dazu bekomme. Das erhöht mein Boost, also mein Limit Boost. Motivieren wir möglichst jetzt hier beim Angriff. Achso. Ist eigentlich auch immer gut. Aber erstmal das Schlüsselschwert da wegnehmen. Und wo ist das denn? Das Prestige? Hier ist das Prestige. Fähigkeit. Energieeinheit und Abwehr. Ja, Abwehr, komm. Sehen wir uns mal die neue Fähigkeit eigentlich an. Sehen wir uns die an. Wo ist die denn? Okay. Anscheinend nicht. Sieht die nicht aus wie die andere? Ja, die sieht aus wie die andere. Okay. Ich muss jetzt diese Stehaufmännchen da reinmachen. Ach so, das verbindet sich damit. Und erhöht deren Stufe. Ja, aber ich brauche erstmal Purzelbaum. Ach, scheiße, Mann. So. Kacke, Mann. Hier mache ich das für eine kurze Zeit weg, weil. Steh auf, Männchen. Das normale reicht mir jetzt momentan. Ich muss erst sowieso das andere haben. Okay, jetzt muss ich irgendeinen Spruch von denen da rein tun. Dann geht das mal so. So haben wir das geklärt. Vitra. Dringend. Eisra kann man auch gebrauchen. Und Vita nochmal. Okay, das reicht für erste. Ich habe noch neulich das Tagebuch durchgelesen und es ist schon 8 Minuten vergangen. Bericht, Roxas Tagebuch. Achso, Chiron hat wenig Zeit und Axel scheint sehr beschäftigt. Ich habe allein Eis gegessen, aber das nicht dasselbe. Es schmeckt einfach nur salzig und ich bekomme klebrige Hände. Als würde es nur sich zum Selbstzweck essen. Ich habe bestimmt schon 100 Eis gegessen und immer noch keinen Gewinnerstil gefunden. Oha. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, hier nach den Bildern zu fragen, die mir durch den Kopf gehen. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Während meiner Mission im Schloss des Biesers hat mir Saldin von der Liebe und ihrer besonderen Macht erzählt. Ich habe Axel danach gefragt, aber seine Antwort habe ich nicht verstanden. Immer wenn ich ihn solche Dinge frage, sagt er, ich bräuchte ein Herz, um das zu verstehen. Also, als wollte er die Frage ausweichen. Vielleicht auch nicht. Das mache ich jetzt mal nicht. Egal, jetzt geht's los. Heute bildest du ein Team mit Luxord, bricht auf, sobald ihr bereit seid. Und rat mal, welche Welt wir gehen? Wunderland, besiege die rosa Konzerte. Wunder sind große aufgetaucht und besiege sie gemeinsam. Benimm dich vor den Eispflanzen und Nacht, erledige sie mit Feuermagie. Ah, da kriege ich diese Purzelbaum, ist klar. Fixer. Ich habe genügend Feuermagie, glaube ich. Ja, das reicht. Einfach mal rein in die Mission. Bei Shannon Mills reingepasst mit seinen Karten. Er hätte die besten Chancen, glaube ich. Wir jagen heute also etwas Bestimmtes, hm? Was? Ach ja. Was ist los? Bist du zum ersten Mal hier? Nein, ich war hier vor einiger Zeit auf einer Mission. Ich bin diesem weißen Kaninchen, das er so furchtbar eilig hatte, über den Weg gelaufen. Einem weißen Kaninchen? Echt?
Ich habe es aus den Augen verloren, bevor ich herausfinden konnte, was los war. So ist das mit dem Glück. Gelegenheiten kommen und gehen so schnell. Das Schicksal einer Person hängt davon ab, ob man die Gelegenheit beim Shop ergreifen kann. Der sieht aus wie DJ Ötzi. Hoffentlich sind wir diesmal schneller. Genau. Legen wir los. Ey, der hätte mich locker fertig gemacht, wenn der ein Chain of Memories wäre. Er kennt sich mit Karten aus. Und das heißt dann, dass er dann die besten Karten hätte. Oder so viel besser wäre als die anderen. Okay, ich kann da jetzt durch. Kann ich mal irgendwas untersuchen? Irgendwas hauen? Das ist mein Schlüsselschwert. Sehen wir uns mal gleich an, wie das effektiv ist. Aber erstmal müssen wir diese grauen Capricis töten. Das Schlüsselschwert ist Hammer. Was bist du für ein... Achso, ein Feldwebel. Der Luxord ist eigentlich richtig gut. Das Schlüsselschwert sieht echt nicht anders aus als das andere da. Ja, das Audio-Anvisieren geht doch langsam. Eispflanzen, okay. Guter Luxord. Das bleibt jetzt viel, viel besser. Wenn er mich trifft, dann teleportiert er mich da den grauen Capricis. Hab ich ihn getroffen? Müsste ich eigentlich. Das Auto-Anvisieren ist heftig. Ich habe das noch in Erinnerung, dass es immer mich genervt hat. Wieso eigentlich? Ich weiß es nicht. Das Schlüsselschwert davon habe ich gar nicht. Wo? Kümmer du dich um ihn. Ich komme gleich nach. Okay, wo bist du? Komm her, du kleines Arschloch. So, so, so. Ich weiß, Leute, ich hätte einfach diese rosa Konzerte jagen sollen, aber man kann ja Herzpunkte immer gebrauchen. Er ist sehr effektiv bei denen. Bin ich da gerade der verfickte Feldwebel angegriffen? Ey, Luxord ist heftig. Schubst Gegner in die Luft, danach kannst du besser angreifen. Bisher ist er und wer noch gut als Partner? Axel nicht so sehr. Chion ist eigentlich effektiv mehr in der Spezialattacke. Den getroffen. Ist klar, dass ich den nicht jetzt treffe. Ich habe jetzt umsonst die verschwendet. Das regt mich auf. Stirb. Also, ich verstehe es nicht. Egal, komm. Alles erledigt. Nehmen das auch noch mit. Komponente B. Okay, wie viele Schatzungen haben wir? 8. Müsste 8 finden, meine ich. Oh. Das Abzeichen, okay. Für das Abzeichen mache ich alles. Hey, dieses Schlüsselschwert ist heftig. Okay, ich habe dann alles getötet, was man töten kann. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt geht's da rein. Okay, kein... Nichts irgendwie sagen dazu, dass man jetzt hier ist, oder wie? Okay,
Okay, alles ist eben blockiert. Was machst du denn da? Der Garten gehört der Königin. Zugang ist nicht gestattet. Da sagt er bestimmt das Gleiche. Okay, da ist kein Abzeichen. Nichts Abzeichen, okay. Ich weiß nur, dass hier noch eine nervige Mission ist. Die ist ziemlich nervig. So. Okay, die Königin. Nix Königin? So. Schüsse sprengt ja alles. Was machst du da? Okay, komm, erstmal hier töten. Er hat gerade das gemacht. Ach ja, man muss ja alles untersuchen, um diese... Ach so, jetzt weiß ich wieder. Das da oben kann man später untersuchen. Ah, dazu kommen wir noch. Keine Sorge. Aber erst lernen wir eine besondere Katze kennen. Habt ihr etwas verloren? Tigerkatze. Huch, wer ist da? Die Tigerkatze. Allerdings, wer? Eine Katze? Eine Tigerkatze, bitte. Willst du damit etwas an? Willst du damit irgendwas sagen? Ja, natürlich, aber dann auch wieder nicht. Was ist dir lieber? Ich stelle hier die Fragen. Ihr wird bosshaft. Dann schieß los. Die Antworten könnten allerdings schwer zu finden sein. Ich weiß jetzt nicht, dass es... Was sollte das? Ich weiß nicht, dass da unten das jetzt so normal war, dass es so komisch rumgezuckt hat. Aber man hat ja gesehen, was da war. Das war Sora, wo wir noch hat. Jetzt passiert immer noch keine rosa Konzerte. Sucht ihr etwas? Was ist jetzt passiert? Dann schon wieder. Und wartet. Okay, du schon wieder. Wen habt ihr erwartet, was immer ihr auch sucht? Wenn ich ihr wäre, würde ich nämlich fragen. Du weißt, wo die Herzlosen sind? Natürlich, aber dann lege es in meiner Natur zu lügen. Euer Ziel liegt in den Blumen, während wir Tigerkatzen in Worten wiegen. Was für eine komische Katze. Trotzdem hat sie uns geholfen. Was meinst du? Komm schon, suchen wir die Herzlosen. Wir waren gerade dabei, einen Herzlosen umzubringen, aber egal, jetzt müssen wir es nochmal machen. Vielen Dank, Katze. Luxord, kommst auch mal her. Wo warst du die ganze Zeit? Er meinte die Blumen untersuchen. Und da sind ja doch die rosa Konzerte, die wir haben. Er hat nur keine besondere Fähigkeit, glaube ich. Das dreht sich die ganze Zeit nur. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch von denen gab. Okay, es kann Gift machen. Aber es ist tot. Das ist das Wichtigste. Noch einer von denen. Wieso kommst du eigentlich raus? So. Okay. Großer Konzerto. Lux
gesagt, komm, mach mal wieder Feuer, das geht doch schneller. Es dreht sich die ganze Zeit wie ein Volk, wie eine Kugel. Ey, der ist gleich tot wieder. Als meiner Gegner. Das ist voll easy, die zu töten. Jetzt habe ich so schlimme Erinnerungen an die. Da war es ein anderes. Ich weiß noch, dass einer. Oh, ich meine ein anderes. Ich meine ein ganz anderes Teil. Das so ähnlich aussieht. Luxor, komm. So, und komm. Dankeschön. Jurostein, das geht klar. Aber erstmal will ich die Truhe eigentlich da holen. Die hier ist. Wir können da durch, aber das will ich noch nicht, weil wir haben noch nicht alle rosa Konzerte. Aber wir machen im nächsten Part weiter.